Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier dabei bist. Ich möchte dir in diesem Video ein paar News zum Energiemarkt geben, möchte dir aber auch meine Einschätzung geben, wo die Reise mit den Preisen hingeht. Und viele stellen sich ja da aktuell die Frage, Mensch, die Strom- und Gaspreise sind ja gesunken. Was bedeutet das für mich als Privathaushalt? Was bedeutet das für mich als Unternehmen? Was sollte ich jetzt am besten tun? Langfristige Verträge abschließen, kurzfristige Verträge abschließen, gar nichts machen. Wie kann ich mein Unternehmen energieeffizienter aufstellen? Und so weiter und so fort. Also es gibt ja da viele Fragen. Und dieses Video soll dir zum einen die Antwort geben, wohin meiner Meinung nach die Reise geht. Und diese Meinung solltest du dann in deine Entscheidungsfindung, kannst du die dann mit einfließen lassen, wenn du das möchtest. Und ich hoffe natürlich, dass das Video dir hier auch wieder weiterhilft. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Teilst mit so vielen Menschen wie möglich. Du weißt nie, für wen die Informationen gerade aktuell wichtig sind. Denn Energie geht uns alle an. Und ja, und alle haben hier aktuell ihre eigenen Herausforderungen, die sie ja bewältigen müssen. Also, wohin geht die Reise? Schauen wir uns an und ich gebe dir dann auch meine Einschätzung der Situation. Vorneweg ein paar News zur Strom-Gaspreisbremse. Das dürfte wohl die wichtigste Info aktuell sein. Es ist zwar noch nicht klar, wie die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse genau im Detail aussieht. Es gibt da nur so ein paar Vorschläge bzw. ein paar Anregungen, wie es sein soll. Ja? Ob es dann tatsächlich so kommt, müssen wir abwarten. Was fix ist, ist aber, dass der Bundestag quasi grünes Licht gegeben hat. Also die Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro sind also möglich. Und die Mittel, die sollen eben dann auch bis 2024 bleiben. Und es soll, wie gesagt, zwei große Eckpunkte geben. Einmal eine sofortige Hilfe noch im Jahr 2022. So als staatlicher Zuschuss soll da quasi ein Monatsabschlag dann auf den Start gehen, wenn du so willst. Also auf uns alle. Und ab März nächsten Jahres, viele wollen das aber auch schon ab Januar haben, ja, gerade in der Opposition hört man da einige Stimmen, soll der Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde, also vorübergehend gedeckelt werden, und zwar für 80% des geschätzten bisherigen Verbrauchs, also bei Privathaushalten, und bei Großkunden in der Industrie soll das auf 70% gedeckelt sein. Der Rest soll eben zusätzliche Sparanreize schaffen. Und auch hier ist jetzt wichtig, dass du für dich nicht zurücklehnst und denkst, okay, der Staat wird schon alles für mich regeln. Nein, denn es macht natürlich auch einen Unterschied, ob du für die restlichen 20% oder 30% eben, ich sag mal, im Gas 15 Cent die Kilowattstunde zahlst oder 60. Ja? So, und dementsprechend auch hier nicht untätig sein, sondern einfach nach Lösungen suchen. Wie die Lösung aussieht, ist immer eine individuelle Geschichte, ja, weil für die jeder hat unterschiedliche Situationen, jedes Unternehmen hat eine andere Situation, jeder Privathaushalt hat eine andere Situation und kann somit mit anderen Strategien hier auf diese Thematik reagieren. Ja. Jemand, der viel Geld hat, kann anders mit der Situation umgehen, wie jemand, der am Existenzminimum lebt, weil wenn du am Existenzminimum lebst, solltest du nicht zum Beispiel nie ins Casino gehen, ja, und auch noch das letzte Geld verlieren. Und so ist es hier natürlich auch. Also man muss schon ein bisschen schauen, was man macht. Komme ich aber gleich noch dazu zu meinen Empfehlungen dann, ja. Also auf europäischer Ebene sind ebenfalls, um nochmal zum Thema Gas, Strompreisbremse zurückzukommen, sind auch alle Unklarheiten, sind alle Klarheiten beseitigt, sagen wir es mal lieber so rum, weil eigentlich ist da noch nichts klar, außer die Tatsache, dass man gemeinsam eine Lösung finden will für einen gemeinsamen Gaspreisdeckel, und man will den Gaseinkauf, der soll wohl zukünftig gemeinsam erfolgen, dass man auch hier quasi dementsprechend sich vor so einer Situation, wie sie jetzt die letzten Monate vorgekommen ist, dass man sich da weitestgehend etwas davor schützen kann. Und dann wird ja sehr häufig auch immer der Krieg in der Ukraine für diese steigenden Energiepreise mit herangezogen. Und das ist sicherlich richtig. Das ist ein großer Faktor, der dazu geführt hat, dass die Preise so explosionsartig gestiegen sind. Aber wir hätten auch so mit steigenden Energiepreisen zu tun gehabt. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das habe ich auch letztes Jahr schon in meinen Beratungsgesprächen zum Beispiel immer wieder angedeutet. Und jetzt habe ich eine Zahl gefunden, die das Ganze auch so ein bisschen belegen kann. Ja,
2,6 Millionen ist die Zahl. Und in einem Artikel von auf Welt.de habe ich den gelesen. Ich werde das alles auch noch zusammenfassen. In einem Blogartikel verlinke ich dir natürlich. Und dort kannst du das alles nochmal nachlesen. Genauso, und da geht es auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Und natürlich auch, welche Förderungen in den drei Entlastungspaketen drin sind oder drin sein sollen im dritten Paket. Dann kannst du das alles dort nochmal nachlesen. Okay? Also, auf Welt.de habe ich, wie gesagt, die Zahl 2,6 Millionen gelesen. Und die bedeutet, 2,6 Millionen Deutsche konnten 2021 ihre Wohnung nicht richtig heizen, weil einfach ja, die Energiekosten nicht zum Haushaltsbudget gepasst haben. So, und was jetzt viele nicht wissen, auch wenn du jetzt erwerbstätig bist, dann kannst du auch Hilfe erhalten. Ja? Das vielleicht noch so als Tipp hier nebenbei. Wenn du jetzt die Verbraucherzentrale NRW war das, die weist da sehr stark darauf hin, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also du kannst, wenn du ja, jetzt eine Nachzahlungsforderung bekommst, einen Abschlag bekommst, der ja, dein Haushaltsbudget, ich sag mal, übersteigt, dann kannst du dafür Hilfe bekommen. Ja, da musst du dich ans Jobcenter wenden und das Jobcenter kann dir hier dementsprechend dann einen Zuschuss geben bzw. eine Hilfe geben, damit du diese Abschlagszahlung, Nachzahlungsforderung dementsprechend begleichen kannst. Ja, dann kann auch geprüft werden, ob du staatliche Unterstützung bekommen kannst etc. Und was interessant ist, es sollen auch Leute oder Menschen Hilfe bekommen können, die Vermögen angespart haben. Also wenn du eine Einzelperson bist im Haushalt, dann darfst du nicht mehr als 60.000 Euro Vermögen haben, um diese Hilfe zu bekommen. Und für jede weitere Person im Haushalt kommen nochmal 30.000 on top. Also ein Zwei-Personen-Haushalt dürfte also 90.000 Euro Vermögen haben, um diese Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Wichtig ist nur, es geht nur für die Heizkosten, also Strom ist da nicht drin, außer du heizt mit Strom und du musst halt sofort handeln. Wenn du eine Abschlagszahlung oder eine Nachzahlungsforderung bekommst, dann muss das innerhalb diesen Monats, wo du die bekommst, musst du das auch klären. Ja? Also musst du auch den Antrag dann stellen. Deswegen keine Zeit verstreichen lassen, wenn du in der Situation bist, sofort aktiv werden. Aber wie gesagt, alle weiteren Förderungen kannst du auf dem Blog dann nochmal nachlesen. Ja? Genau. Dann schauen wir uns einfach mal an, wo geht denn die Reise hin? Ja, ich möchte dir dazu hier mal den Chart zeigen, weil viele sagen sich ja jetzt, gerade Privathaushalte, sagen sich, Mensch, die Preise sinken, dann müsste ich das ja auch relativ schnell in meinem Portemonnaie haben. Und das ist aber nicht der Fall. Ja? Denn man muss immer unterscheiden, bist du am Spotmarkt aktiv oder am Terminmarkt? Also nicht du selbst bist aktiv, sondern beziehst du deinen Strom oder deinen Lieferant, bezieht der den Strom kurzfristig oder hat der im Prinzip über den Terminmarkt sich über Jahre im Voraus Kontrakte gesichert. Ja? Und du siehst hier, also normal kann man das bis zu 5 Jahre im Voraus machen, dass man sich quasi, ich sag mal, ein Versprechen kauft, eine gewisse Menge an Energie, ja, in zum Beispiel 2 Jahren für den Preis X zu bekommen. Ja? So, und das kannst du. Und das ist im Prinzip der Terminmarkt. Und dann haben wir am Spotmarkt also die Möglichkeit, noch kurzfristig Energie zu besorgen. Ja? Und natürlich haben jetzt die Leute oder die Lieferanten, diejenigen, die hauptsächlich über den Spotmarkt ihre Energie beziehen, die haben natürlich die letzten Monate richtig gelitten durch die hohen Preise. Die profitieren aber jetzt natürlich umso schneller von sinkenden Preisen, während diejenigen, die ihre Energie langfristig im Voraus gekauft haben, waren die Preissteigerungen nicht so hoch. Ja? Das heißt, die haben nicht so sehr gelitten, aber dadurch wird es jetzt natürlich auch wieder etwas dauern, bis die Preise dann bei, ich sag mal, bei den Personen oder Unternehmen dann dementsprechend ja, ankommen. Ja? Also das muss man halt immer so ein bisschen unterscheiden und das geht dann sogar bis runter, ja, ob ein Stadtwerk. Deswegen, man kann nicht die pauschale Lösung für alle propagieren. Ja? Das halte ich nicht für seriös. Man muss sich das wirklich so ein bisschen im Detail anschauen, weil es gibt zum Beispiel Stadtwerke, die produzieren auch Strom selbst. Ja?
muss man gucken, ja, haben die das über wie viel Windkraft, wie viel Solar, ja, wie viel müssen die zukaufen etc. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die kaufen so 100% die Energie ein. So, und das, alle das sind Dinge, die muss man unterscheiden. Und dementsprechend ist meine Empfehlung hier grundsätzlich immer, lass uns deine Situation individuell anschauen, um für dich da dann auch die optimale Lösung zu finden. Komm da einfach gerne auf mich zu. Entweder ich oder jemand aus meinem Team wird sich da mit dir dann auch informieren. Verbindung setzen. Innerhalb 72 Stunden kriegst du dann da auch eine Antwort, sodass wir miteinander sprechen können. Ja? Also schauen wir uns mal die Entwicklung an. Ja? Also Strompreisentwicklung auf Basis der Jahreskontrakte. Dann siehst du hier, wenn du jetzt quasi 30.09. Börsenkurs, ja, für 2023, ja, diese Abnahmeversprechungen sozusagen kaufen würdest, dann würden die quasi 453 Euro die Megawattstunde betragen. 2024 241 Euro die Megawattstunde und 2025 179 die Megawattstunde. Ja, so, und vielleicht einfach mal ganz kurz zum Vergleich, wie sieht es denn aktuell aus? Wenn du jetzt direkt hier wenn du jetzt quasi, ich sag mal, über einen Bonn aktiv wärst, ja, dann wären das 146 Euro die Megawattstunde. Also wer dann quasi kurzfristig Energie beziehen muss, der zahlt 146 Euro die Megawattstunde. So, was bedeutet das jetzt aber für dich? Ich will damit einfach nur verdeutlichen, dass du nicht als Privathaushalt, ja, sofort von den niedrigen Preisen profitieren wirst. Ich bin sogar der Meinung, das ist aber wie gesagt die Einschätzung, die ich teile, es gibt ja auch schon erste Netzbetreiber, die für 2023 Erhöhungen ankündigen, heißt jetzt, hat jetzt mit dem Strompreis an sich nichts zu tun, aber insgesamt kommen ja diese erhöhten oder die Erhöhung der Netzentgelte und so weiter, das kommt ja alles mit in deinen Strompreis hinein, ja, und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass wir die nächsten Jahre, ja, also ich sag mal mindestens bis 2025, ja, uns über so schöne Preise unterhalten können, wie wir sie vielleicht vor der Energiekrise gewohnt waren, ja, also das sollte man immer im Hinterkopf behalten und zu meiner Empfehlung komme ich dann aber noch. Ja, das ist einfach nur wichtig, dass man das so für sich ein bisschen einschätzen kann. Und wenn du dir mal die Preise anschaust, letztes Jahr, dann hätte man als quasi als Unternehmen für oder als Energielieferant oder wie auch immer, hätte man dann für 2022 89 Euro die Megawattstunde bezahlt. Ich gehe nochmal zurück zu 453. Ja, und das ist natürlich eine Hausnummer. Oder statt 179, 63. Ja. Also du siehst schon, dass wir hier immer noch über eine Verdoppelung, eine Verdreifachung aktuell sprechen. Ja. So, und das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht alles immer sofort 1:1 dann bei Privathaushalten dementsprechend ankommt. Ja. Gut, schauen wir uns noch mal kurz hier den Preis, den Spotmarktpreis an, ja, und hier siehst du, dass wir aktuell, KW39 war das, also Ende letzten Monats, hatten wir im September dann 315, aktuell liegt er bei 16,26 Cent die Kilowattstunde, also so rund 160 Euro die Megawattstunde in etwa. Ja, gut, beim Gas sieht es ein bisschen anders aus. Ja, also hier haben wir auch Börsenkurs 30.09. Wenn man also quasi für 2023 kaufen möchte, 185 Euro die Megawattstunde, 122 für 24 und für 25 86. Ja, also du siehst, voraussichtlich haben wir hier erst wieder richtig etwas Beruhigung, auch von Marktseite her, nicht nur, weil die Politik darauf Einfluss nimmt, ja, wahrscheinlich erst wieder 2025 so um die Ecke. Ja, also das ist so meine Einschätzung. Auch hier Spotmarkt, da liegen wir aktuell bei 184, ja.
Oder wenn wir jetzt hier auf den heutigen Tag mal schauen, liegen wir hier bei rund ja, so etwas über ja, so 11 Cent die Kilowattstunde, also so 100, 110 ja, Euro die Megawattstunde in etwa, ja, so roundabout. Und auch hier nochmal der Vergleich zum letzten Jahr. Das ist immer sehr interessant. 34,36, 19,55. Ich gehe nochmal zurück. Zu 63 oder 89. Also auch hier haben wir nochmal ja locker eine Verdreifachung aktuell. Ja, also das muss man einfach für sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was soll ich tun? Und meine Empfehlung ist ja ganz klar, keine Schnellschüsse, auf gar keinen Fall, nicht irgendwas jetzt machen, weil man irgendwo was im Fernsehen gesehen hat, sondern wirklich, du solltest dir wirklich die Zeit nehmen, ein kurzes Beratungsgespräch führen, die Situation individuell mal anschauen und dann schauen, okay, was ist für dich die beste Strategie? Denn im Strombereich, sage ich persönlich, würde ich schauen, dass ich trotzdem langfristige Preisgarantien in Anspruch nehme, wenn ich einen vernünftigen Preis erzielen kann. Ja, weil die Sache, du hast ja gesehen, hier sprechen wir halt immer noch davon, dass wir noch eine ganze Zeit lang brauchen werden, bis die Preise dann auch tatsächlich wieder bei uns Endverbrauchern dann ankommen. Und mal angenommen, ja, du würdest jetzt durch die sinkenden Preise, ja, ich sag mal angenommen, du würdest für 2 Jahre Preisgarantie einen Preis abschließen von 40 Cent und in einem halben Jahr würdest du 35 Cent bekommen. Dann hättest du jetzt, ich sag mal, 1,5 Jahre 5 Cent die Kilowattstunde, die du mehr zahlst, als wie wenn du abgewartet hättest oder dir einen kurzlaufenden Vertrag vielleicht gemacht hättest von nur 12 Monaten. Bedeutet, du hast das Risiko, dass du vielleicht 1,5 Jahre, ja, ein bisschen mehr zahlst, aber hast auf der Gegenseite, ja, für dich absolute Planungssicherheit, sowohl für dein Unternehmen oder für deine Familie, ja, wenn du Privatperson bist oder für dich selbst einfach, ja. Und im Gegensatz dazu, ja, wenn die Preise wieder anziehen sollen, weil dass die Gasspeicher aktuell gefüllt sind, das ist super, aber die Gasspeicher, die sind ja nur für roundabout 25 Prozent des Gesamtverbrauchs, ja, da. Also das heißt, wir haben noch immer noch die Unsicherheit, was passiert mit den restlichen 75%, wie stark wird der Winter und so weiter und so fort. Also das wissen wir alles ja gar nicht. Das heißt, es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und deswegen musst du für dich einfach dir die Frage stellen, bist du lieber jemand, der wirklich Planungssicherheit hat? Dann solltest du wirklich schauen, dass du, ich sag mal, einen angemessenen Preis kriegst und eine lange Preisgarantie. Und wenn du die notwendigen Mittel hast, um auch, ich sag mal, die andere Richtung aushalten zu können, ja, dann kannst du natürlich auch dementsprechend abwarten und schauen, wo sich die Reise hinentwickelt. Aber letzten Endes hast du, wenn wir uns die Preise anschauen, dann 5 Cent, ja, ich sag mal, jetzt in einem Beispiel, was du dann das Risiko hättest, mehr zu zahlen. Und das ist deutlich besser, wie die Preisanstiege, die wir die letzten Monate hatten, ja. Also deswegen, damals, vielleicht ein Beispiel von mir, damals habe ich einen Gaspreis abgeschlossen zu 9,9 Cent die Kilowattstunde und da hat man mir gesagt, boah, das ist ja aber mehr als das Doppelte, ja, und heute wären viele froh, sie hätten 9,9 Cent 24 Monate abschließen können, ja, so und das, deswegen, es muss man, deswegen, man muss die Situation einfach individuell betrachten, ja, und beim Gaspreis muss man natürlich jetzt einfach schauen, weil hier hatten wir natürlich die Extreme, dass wir teilweise ja 30, 40 Cent die Kilowattstunde hier hatten, manchmal sogar mehr. Und da muss man natürlich schauen, okay, wo ist jetzt aktuell der Gaspreis? Macht es Sinn, langfristig zu sichern oder sollte man eher ja, abwarten oder ja, vielleicht sogar nur kurzlaufende Verträge machen, vielleicht 12 Monate etc. Muss man individuell einfach schauen, welchen Preis hast du aktuell? Hast du vielleicht noch Preisgarantie bis, ich sag mal, nächstes Jahr, ja, oder vielleicht sogar noch 2 Jahre? Und
Das muss man einfach individuell schauen. Ja, also ich halte das jetzt einfach nicht für seriös, wie das so manche machen, auch im Fernsehen, dass man sagt, nee, auf gar keinen Fall 2 Jahre oder auf gar keinen Fall überhaupt festlegen, beim Grundversorger bleiben. Kann alles richtig sein, kann aber auch falsch sein. Ja, und dementsprechend geht nichts über eine, dass man sich einfach individuell mal deine Situation anguckt. Deswegen meine Empfehlung halt ganz klar für Privathaushalte, aber auch für Unternehmen. Es ist so, solange wir diese Energiewende hin zu erneuerbaren Energien nicht geschafft haben, ja, da werden wir immer uns mit schwankenden Märkten und tendenziell steigenden Märkten auseinandersetzen müssen. Die letzten 20 Jahre hatten wir immer nur den Preis nach oben im Strom, ja, und das wird auch zukünftig so bleiben, und zwar so lange, bis wir, ich sag mal, diese Abhängigkeit von fossiler Energie, Abhängigkeit von anderen Ländern, ja, die uns mit dieser Energie beliefern, solange wir das nicht selbst unter Kontrolle haben, ja, weil wir eben genug Alternativen haben, wird es einfach so sein. Und auch Experten haben ja schon die letzten Jahre immer wieder gesagt, dass der Strompreis weiter steigen wird, auch da war ja vom Krieg noch gar nicht die Rede. Ja? So, also deswegen lasst euch da jetzt nicht durch diese kurzfristigen Einbruch blenden. Die ersten Netzbetreiber haben, wie gesagt, schon für nächstes Jahr in vielen Regionen Erhöhungen der Netzentgelte im Visier. Ja? Bedeutet, der Preis wird auch wieder höher werden, und deswegen solltest du für dich einfach schauen, dass du zumindest was den Bestandteil des Preises, was du in der Hand hast, ja, also Steuern, Netzentgelte hast du ja nicht in der Hand, aber den Strompreis an sich, was die Beschaffung betrifft, hier kannst du dann schon deine Entscheidung treffen, wann schließt du zu welchen Konditionen ab, ja, so, und das solltest du halt immer im Hinterkopf behalten. Deswegen nutz die Korrektur jetzt, um für dich deine Situation zu überprüfen und gemeinsam zu überlegen, ja, am besten mit jemandem, der mit dem Thema zu tun hat, ja, also wie gesagt, kann es gerne auf uns zukommen, dann festlegen, wie soll es weitergehen, und deswegen als Privathaushalt unbedingt jetzt Strom-Gas-Verträge überprüfen, drüber nachdenken, ob die Anschaffung einer Photovoltaikanlage für dich sinnvoll und machbar ist, ja, vielleicht prüfen, ob du umrüsten kannst auf Wärmepumpe, ob das sinnvoll ist, ja. Ziel sollte für dich einfach sein, möglichst autark zu werden, was deine Strom und gegebenenfalls dann auch deine Wärmeerzeugung betrifft. Ja? Weil nur das ist die Sicherheit, die du dann hast, um solche Situationen, wie sie aktuell waren, für die Zukunft nicht mehr zu haben. Weil als Unternehmen, ja, solltest du definitiv darauf schauen, dass du jetzt Einsparpotenziale identifizierst, zum Beispiel durch die Durchführung von einem Energieaudit. Auch hier gibt es für gerade kleine, mittlere Unternehmen super Förderungen, die nicht mal zurückgezahlt werden müssen. Sprich uns an, wir haben hier tolle Kooperationspartner, die dein Unternehmen hier wirklich auf Herz und Nieren prüfen, um dass du dann dein Unternehmen energieeffizient aufstellen kannst und dafür natürlich auch Förderungen bekommst. Aber auch hier solltest du natürlich deine Energieverträge trotzdem prüfen lassen, und da helfen wir dir gerne dabei. Und für alle diejenigen, die sich grundsätzlich ja ein Stück weit unabhängiger machen wollen, ja, da kann ich immer nur empfehlen, denk drüber nach, einen zweiten Einkommensstrom aufzubauen, und wie du das mit unserer Hilfe gestalten kannst, komm gerne auf uns zu, informieren wir dich gerne, beziehungsweise ich werde dir auch alles Wichtige dann unterhalb dieses Videos nochmal verlinken. Ich danke dir jetzt erstmal hier an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit, hoffe natürlich wie immer, dass dir das weitergeholfen hat, nicht vergessen, teilen, liken, und was mich interessieren würde, wie siehst du die aktuelle Situation, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, würde mich wirklich interessieren, wie deine Sicht der Dinge ist und wie du die Situation, die zukünftige Situation im Energiemarkt einschätzt. In diesem Sinne bin ich dann jetzt mal raus, ich wünsche dir alles Gute, ja, und weiterhin maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.